Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Unser Pferd rückt komischerweise da ab. Ich weiß nicht, was da passiert. Auf jeden Fall haben wir uns das jetzt mal angeguckt. Wir gehen jetzt zu Tobias Pfeiffer und berichten ihn darüber, was vor sich ging. Wir gehen zum Kräuterei, holen den Kräutertrunk ab und. Ich würde aber erst da runterreisen wollen, den Trank abholen. Und dann gucken wir den Probeeinsatz des Treebox an. Und dann, ja. Tobias Pfeiffer ist ja auch da, also, müssen wir da hin. So, aber erstmal hier runter zum Kräuterweib. Nachdem wir da irgendwie wesentlich viele Stunden gewartet haben, mit dem reden zu können. Und dann auf einmal ist der gegen uns aggressiv und deswegen wurde irgendwas abgebrochen. Ich hoffe mal nicht, dass wir es irgendwie was Schlechtes gemacht haben, weil eigentlich haben wir die gerechte Strafe dem Typen zugefügt. Wir haben nicht den Stollen gefunden und den Rest. Aber wenn wir eigentlich sagen, die haben angefangen, das Erz zu schürfen, müsste ja klar sein, dass erstens der Stollen existiert, zweitens, dass die das Wasserding funktioniert und dass halt wirklich alles geht. Sonst würden sie ja nicht können. Hoffe ich mal so, dass das so funktioniert. Und jetzt der Hexe. Die müsste ja jetzt wieder hier drüben sein. Diesmal reite ich von Anfang an richtig. So. Dann da hinten in den Wald, dann holen wir die Tränke ab. Wir müssen erstmal dahinter zum Quartiermeister. Da ist er. Guten Tag. Verehrte Dame. Ach, die kennt meinen Namen. Bitte einmal die Kräuter. Und? Ist das Gebräu fertig? Alles erledigt. Hier ist das Fässchen. Dieses schwere Ding werde ich sicherlich nicht selbst schleppen. Danke für deine Hilfe. Dann viel Glück, Junge. Ich muss mich jetzt ausruhen. Perfekt. Und nächste Aufgabe, die wäre... Bring den Trank ins Feldlager. Gut. Ja! So, der Weg ist natürlich anders. Wie machen wir es am besten? Ich bin der Meinung, wir reisen nach Meroet jetzt und dann reisen wir wieder von Meroet weg. Als erstes reisen wir hierher. Wo haben wir die geschlichen? Überfall auf dem Weg. Ich muss mal gucken. Mal sehen, wer hier ist. Wenn es hier zu viel ist, dann muss ich halt hier zum Pferd. So. Ich schlitz dich auf, du Lump. Das wird eine Freude. Hey. Ich schlachte dich an. Na komm. Au. Scheiße. Mehr hast du nicht drauf. So, Treffer. Stich. Du bist tot. Au. Alle dobre del. Sein Name. Au. Hier. Na komm. So, mein Freund, dir gibt's schon einen Gnadenstoß. Weg mit dem. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben Schaden erlitten, das wollte ich nachgucken. Was ist kaputt gegangen? Alles ein bisschen, nicht wirklich schlimm. So. Ich muss sagen, gucken wir mal an, was wir hier dabei haben. Der hat Groschen, wie immer. Groschen hat er dabei, Pfeile. Spitzpfeil und Wildschweinhauer und einen Aufguss. So, der hier. Der kämpfen wollte, der nicht leider gestorben ist. Der müsste eigentlich den Treffer gekriegt haben, keine Ahnung. Hasenfleisch hat er dabei, Wildschweinfleisch, ein Silberring und billigen Wein. Also Müll. So, die da vorne, die beide einen Pfeil geschluckt haben. Der hier. Ein Apfel, einen Groschen, ein Rüstungsset, das. Und da, der hat Jagdpfeil dabei gehabt, hat da einen Spitzpfeil abgekriegt und war tot. Und der hier genauso.
Der hat einen kleinen Goldkelch. Ich sehe, haben wir echt schon zugegriffen. So, sonst noch jemand hier? Nein. Aufgeräumt. Alleine möchte ich festhalten. Das ist so schwer. Wie zum Teufel können wir jetzt schwer sein? Wir essen einfach, ja. Oh, das war falsch. Essen, Essen, Brot, Brot. Das ist eh schlecht. Fallen lassen, fallen lassen. Warum sind wir denn so schwer? Wir haben eigentlich nichts weiter mitgenommen außer Pfeiler. Ah, wir haben noch unsere ganze Rüstung hier im Inventar. Die wir nicht tragen. Das erklärt einiges. Das weg, das weg. So. Ja, und schon sind wir leichter. Okay, das bringen wir eigentlich nicht mit dazu. Aber egal. So, wieder aufs Pferd. Und einmal bitte weiterreiten. In Richtung Meru jetzt. Ja. Dann ins Truppenlager und dann gucken wir dem Tribok zu. Dann, wenn die Schlacht oder was auch immer dann vorbei ist, was soll man wir machen? Wir haben mit Tobias Pfeiffer anreden. Und sagen, guck mal, da gibt's was. Stollen. So ist der Plan für die Folge. Obwohl, falls wir diese Folge schon belagern, werden wir definitiv das nicht in einer Folge schaffen. Glaube ich nicht. Never. So, also hier lang. Und bitte schneller, mein Pferd. Ja. Schneller. So. Gut, das ist schlecht. Das ist genauso schlecht. Okay. So, jetzt aber. Ich muss sagen, Pfeilschießen ist doch cool. Heinrich kommt uns besuchen. Ja. Ja. Glück und Gesundheit. Das sollte deinen verschlafenen Haufen wachhalten. Was ist das? Es stinkt höllisch. Und es ist auch höllisch stark. Ein Schlückchen davon am Abend und man bekommt bis Mittag kein Auge zu. Wirklich? Ich hoffe, es wirkt. Und dass sie nicht die Scheißerei davon bekommen. Hoffentlich nicht. Aber damit lässt es sich auch nicht gut schlafen, oder? Das nicht. Aber man taugt auch nichts als Wachmann, wenn man nur in den Büschen hockt. Welchen Eindruck hast du von Meister Kieser? Herr Hanusch hält ihn für nicht weniger verrückt als diese dummbeschmierten Idioten, die das Neue Testament auf den Straßen rückwärts rezitieren. Und was ist deine Meinung? Manchmal ist ein bisschen Wahnsinn gar nicht so schlecht. Meister Kieser hat im Ausland viel erlebt und gesehen. Und diese Rockettas, von denen er sprach. Klingt wie das Gefasel eines Verrückten. Kann sein, aber ich möchte sie gern sehen. Wie sie heulend auf den Feind zufliegen. Das ist bestimmt ein unvergesslicher Anblick. Gott sei mit dir. Zu deinen Diensten, Herr. Alles Gute.
Lebe wohl. Noch mehr Schleim. Genug, um einen verrückt zu machen. Sei froh, dass es überhaupt welchen gibt. Soll mich das aufheitern? Motznich könnte schlimmer sein? Scheißdreck. Wenn ich nicht bald ein Stück Fleisch zwischen die Zähne kriege, fehlt mir sogar die Kraft, meinen Arsch zu heben. Ich glaube, das liegt dann wohl eher daran, dass du dich mit Haferschleim vollgestopft hast, du Vielfraß. Vielfraß am Arsch. Was willst du denn? Wie geht es dir? Bin besorgt. Hab ein schlechtes Gefühl bei all dem. Inwiefern? Weiß auch nicht. Bauchgefühl. Als ob ich was Schlechtes gegessen hätte und scheißen müsste. Oder habe ich vielleicht wirklich was Schlechtes gegessen? Dafür hast du dich geweckt. Hätte das nicht machen können. Was willst du? Wie geht es dir? Ich wünschte, es wäre endlich vorbei. Ja. Lass uns für ein schnelles Ende beten. Ist meine erste Belagerung. Hab gehört, das kann Wochen und Monate dauern. Dafür hast du mich geweckt. Hätte das nicht warten. Wieso weckst du mich auf, verdammt? Wie geht es dir? Warte, du warst beim Überfall dabei, oder? Eine Schande, dass nichts draus geworden ist. Hätte alles längst vorbei sein können. Das denke ich auch. Aber wir müssen auf Gottes Plan vertrauen. Ja, und um Erlösung beten. Allmächtiger. Wusstest du mich damit behelligen, wenn ich starte? Wie steht es um dich? Sie haben meinen Mann getötet. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Was tue ich jetzt ohne ihn? Das tut mir schrecklich leid. Möge Gott seiner Seele Frieden schenken. Dann viel Glück. Wie steht es um dich? Was glaubst du denn? Solltest du nicht dabei helfen, den Mörder aus der Burg zu befördern? Keine Sorge, bald ist es soweit. Ich wollte mich nur umhören, ob irgendjemand etwas braucht. Wie wär's mit einem Dach überm Kopf und etwas Frieden? Geh und sieh zu, dass du da was zustande bringst. Auf Wiedersehen. So. Auf jeden Fall mal kurz im Lager umgehört. Geil, den Leuten. Sei froh, dass es überhaupt nicht. Ich schwöre über Schleim. Auf jeden Fall. So, da oben steht der Trifork bereit. Wir können das jetzt ansehen. Also sagen wir mal auf. Schauen, wir haben die Tränke gebracht. Und unser Hauptmann Bern ist einfach mal weggeritten. Das finde ich auch cool, dass was auch passiert. Dass nicht einfach die ganze Zeit an einer Position bleiben, während du spielst, sondern währenddessen sich auch bewegen. Und sich sogar bewegen, wie echte NPC zum Beispiel auf einem Pferd zu steigen und dann wegzureiten. Finde ich cool. Und das ist ein kleines Detail. Dass nicht einfach irgendwie rumlaufen die ganze Zeit und so. Oder einfach dann, wenn du das nächste Mal kommst, in einem anderen Lager stehen und da rumlaufen oder so. Nee, stattdessen reitet er wirklich hin und her mit seinem Pferd. So, und jetzt gehen wir mal gucken. Oder warte. Wir haben noch ein B. Ah, das ist Fleisch. Fleisch haben wir eigentlich schon so oft gebracht. Kann ich mich erzählen, dass das nicht ausreicht. Und jetzt würde ich erstmal gerne mit Meister Pfeiffer reden. Außer es geht sofort los. Nee, ich müsste mit ihm reden. Okay, gehe ich erstmal zu Tobias Pfeiffer. So, mein Herr. Trifork ist fertig. Cooles Ding. Hier. Tobias Pfeiffer. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wie läuft es mit dem Trifork? Meister Pfeiffer, wie läuft es mit dem Bau des Triboks? Nun, da mir Meister Kieser hilft, viel besser. Um die Wahrheit zu sagen, ist es eher so, dass ich ihm helfe. Ich mache mir Notizen und lerne. Nächstes Mal bist du der Meisterkonstrukteur. Lieber wäre mir, es gäbe kein nächstes Mal. Das wäre ein Vorteil. So, wie läuft die Arbeit mit Meister Kieser? Wie läuft die Arbeit mit Meister Kieser? Ausgezeichnet. Sein Wissen über Konstruktionen und Mechanik ist erstaunlich. Er ist wahrlich begabt. Also hast du keine Zweifel am Nutzen des Triboks? Nicht im geringsten. Es ist offenkundig, dass Meister Kieser genau weiß, was er tut. Wie lange wird es denn? Ah, er ist eigentlich fertig. So wegen den Minen Skalis. Ich bin wegen der Mine hier. Sehr gut. Was hast du herausgefunden? Ich konnte nicht überall nachsehen, aber ich habe etwas in Erfahrung gebracht. Was denn? Wendel und seine Leute haben Silber gestohlen. Diese Maden. Ich wusste es. Hast du ihn hergebracht? Leider nicht. Er hatte Angst, auf dem Scheiterhaufen zu landen und versuchte, mich zu töten. Nun, ich bin froh, dass ihm das nicht gelungen ist. Aber nun werde ich gar nichts erfahren. Tja, das ist wohl Pech, nicht wahr? Das ist natürlich schade.
Aber eigentlich wissen wir ja, dass das da ist, sonst hätten sie nicht fördern können. Und ich weiß eigentlich auch, wo die Minen sind. So, mit wem soll ich reden? Mit niemandem. Ich stelle doch, sobald ich da bin. Ist ein Freund bis zum Tod. Warum steht da Punkt, Punkt, Punkt? Ach, bringen Erfahrungen, wie es Matthias und Fritz geht. Schön, dass das jetzt kommt. Die Frisur. Die habe ich schon noch komplett vergessen gehabt. Dann lasst mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Das erinnert mich stark an Herr der Ringe. Nee, nicht wirklich. Ach, das war nur der erste Schuss. Der Tribok muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Was? Wir müssen nicht erzählen, dass das jetzt nochmal irgendwie Tag dauert oder so. Okay. Was nochmal jetzt passiert, sehen wir erst nach dem Ladescreen. Huch. Vector, aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Herr, was nun? Sie kommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Atme. Wer kommt? Das wird schon wieder. Wer kommt? Sigismund. Meine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex und Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Ich würde mich zurückziehen. Wir können nicht noch eine Schlacht geraten, nicht jetzt. Packt das Zeug ein, die Zelt und reist Richtung, wie hieß Ratai? Ist auch eine Festung, verstanden uns alle da, die letzte Festung. Es reicht erstmal aus, um erstmal auszuhauen. Meine Herren, Tos Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... Sind wir erledigt, wie Tos es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihnen dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen noch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Ich finde ihre Rüstung alle viel schicker. Auch so eine schöne glänzende. Aber vor allem brauchen wir echt... Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Ich wollte mich den Skarlitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Skalitz.
Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Herr? Dich, Heinrich. Aber das ist... Das ist eigentlich richtig und das ist... Ja, nimm das. Herr, glaubst du wirklich, ich wäre den Männern ein Vorbild? Heinrich, ohne dich wäre ich heute nicht einmal mehr hier. Jeder weiß das, außer dir, wie es scheint. Du und eine Gruppe Skalitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Hm. Verstanden, Herr. Das wollte ich hören. Wenn du bereit bist, schließ dich den Skalitzern an. Sie versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Hatay. Okay, also der Tribok hat ja mega gut funktioniert. Ich möchte gern eine schönere Rüstung haben. Ich denke, dass ihr die gesamte Belagerung saufen und würfeln verbringen würdet. Irrt ihr euch gewaltig? Havelmedic kommt uns mit seiner Bande Ziegenficker entgegen. Und wenn es eines gibt, auf das wir in Palmberg stolz sind, dann darauf, die Ehre unserer Ziegen zu verteidigen. Ach du, nee, das höre ich mich an. Ab dem Moment schalte ich ab. Oder nicht das Pferd. Warte mal. Mist, das Schloss ist zu kompliziert. Sehr schwer. Ich würde gern eine wundervolle Rüstung haben. Und es steht mein Pferd hier vor der Tür. Okay, wir müssen definitiv die Frisur ändern. Das sah ja schrecklich aus. Und wo müssen wir es denn aufstellen? Da hinten. Wir müssen davor bei irgendwo, wo es eine... ein Bad gibt, müssen wir uns davor mal hinbegeben. Und da müssen wir definitiv die Frisur ändern. Ich glaube mal, dass das ja am nächsten. So. Wir müssen jetzt nicht schon wieder mit Pfeilen bespickt werden, danke. Okay. Ich muss sagen, wir haben die hässlichste Rüstung von allen. Sieht nicht irgendwie aus wie so ein richtig krasser, schlechter Kämpfer. Als wären wir wohlhabend. Wir sehen irgendwie so aus wie, als wären wir irgendwo aus dem Wald aufgefunden worden. Und wenn damit betraut, wären dann quasi ins Schlachtfeld geschickt worden. Das sieht eigentlich so, ja, nicht toll aus. Vielleicht finden wir noch eine bessere Rüstung. Ich hoffe. Und ich glaube, die Frisur ändern wir mal wieder auf die alte zurück. Ich meine, das eine sah nicht toll aus. Die andere auch nicht. Ach, das andere ist quasi der Mönch-Look. Ach nee, nicht der Mönch-Look. Aber halt so ähnlich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wisst sicher schon, was ich meine. Aber auf jeden Fall irgendwie so der... normale Look im Mittelalter und deswegen gefällt mir der nicht. Also müssen wir auf die alte zurück. Badehaus. Ich möchte die. Und was darfst du? Ich möchte gern die Haare schneiden. Ich möchte gern wieder das Muttersöhnchen haben. Ich nehme ihn. Das lässt sich machen. Okay, ich zahle. Gut. Du wirst jetzt lebewohl. So. Ich finde, alles sieht gut aus, außer diese rote Rüstung. Ich finde, die ist so hässlich. Guckst du doch an. Der Schwarze ist eigentlich auch nicht so cool. Das Weiße hier oben gefällt mir auch nicht. Ja, mal gucken. Muss halt nicht auf den Style achten, eher auf die... Rüstung prinzipiell, obwohl das kann ich auch nicht komplett. Um nochmal auf die Sache zurückzukehren. Warte mal, machen wir noch hier rüber. Ich meine, wenn wir jetzt gerade hier unten sind, können wir nochmal schnell Fritz und Matthäus besuchen. Die Schlacht,
werden wir jetzt eh noch nicht führen können, aber wir werden schon wieder irgendwo reingeraten. Meiden. Ganz ehrlich, da muss ich mich jetzt nicht noch einmischen in diesen Angriff oder was immer da passieren würde. Wir gucken ja mal nach unseren Leuten. So, einmal bitte kurz halten. Wir hoffen, dass die noch da sind. Und nicht schon irgendwie schlafen oder ich nicht mit denen reden kann. Wenn nicht, schlafen wir auch hier, weil für die Schlacht sollten wir doch eigentlich ausgeschlafen sein. Wir werden ja als Befehlshaber reingehen. So, da unten sind sie. Achso, ich sitze auf einem Pferd. Gut, Leute. Wir sollten gehen. Egal wohin, Hauptsache fort. Was ist denn schon wieder für Probleme? Gott sei mit dir. Hä? Wie gefällt es dir hier in der Mühle, Fritz? Bestimmt besser als in der Mine. Hier ist es schlimmer als in Scarlet. Dort konnte man sich hin und wieder aus dem Staub machen. Aber hier... Warum aus dem Staub machen? Hier gibt es keinen Wendel. Nein, aber der Vormann hier ist ein noch größerer Arsch. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das kannst du ruhig glauben. Am liebsten würde ich es ihm heimzahlen und ihn im Fluss ersäufen. Was hat er euch denn getan? Ersäufen? Was hat er euch denn getan? Es geschah an unserem ersten oder zweiten Tag hier. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und haben uns geprügelt. Plötzlich schubst mich dieser Hundskerl in den Fluss. Ich bin fast ersoffen. Wie bist du rausgekommen? Du kannst nicht schwimmen. Sie haben mich rausgezogen. Ich war bis zum Bauch im Wasser. Verstehe. Da wäre ich auch verdammt sauer. Willst du es ihm heimzahlen? Und wie ich das will. Das alles hier ist mir scheißegal, aber der Bastard verdient eine Tracht Prügel. Was mit den anderen hier? Was ist mit den anderen hier? Sind die auch so schrecklich? Der Müller ist ein alter Narr. Er glaubt Thomas jedes Wort. Es ist hoffnungslos. Dann wäre da noch seine Tochter. Sie ist ein hübsches Mädel mit einem guten Herz. Aber was kann sie schon tun? Nichts. Aber das hält Matthias nicht davon ab, ihr den Hof zu machen. Wie auch immer. Thomas ist die Wurzel allen Übels. Glaubst du, er ist eifersüchtig? Ist sie seine Liebste? Vielleicht macht er ihr schöne Augen, aber meistens stolziert er herum wie ein Pfau. Ich glaube nicht, dass sie das Problem ist. Na, mal gucken. Was wollt ihr gegen den Kerl unternehmen? Was wollt ihr gegen den Kerl unternehmen? Könnt ihr euch vielleicht irgendwie einigen? Nie im Leben. Matthäus hofft es, weil es ihm hier gefällt. Es stimmt schon, die Arbeit ist besser als in der Mine. Aber der Lohn ist schlechter. Was habt ihr also vor? Wollt ihr abhauen? Vielleicht. Aber davor will ich Thomas anständig verbleuen. Ich meine so richtig. Und du glaubst, das hilft? Vielleicht. Vielleicht bringt ihn das zur Vernunft. Oder er hat dann zu viel Schiss, um sich weiterhin mit mir anzulegen. Ja, vielleicht. Wieso überredest du ihn nicht zu einem Kampf? Wenn wir gewinnen, lässt er uns in Frieden. Oder... Was? Oder wir locken ihn fort und lauern ihm dann auf. Wir könnten ihn zu Lorenz locken, auf eine Partie würfeln. Dann müsste er durch die Wälder... Hm, ich denke darüber nach. Eiskalt, okay. Alles Gute. Ich rede mal mit Matthäus. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Wie ich höre, habt ihr es hier nicht leicht. Wie ich höre, habt ihr es hier nicht leicht. Hast du mit Fritz geredet? Ich wette, so hat er es nicht ausgedrückt. Ja, nicht ganz. Abgesehen von Thomas' Namen gab er fast nur Schimpfwörter von sich. Das glaube ich sofort. Die ganze Woche schon muss ich mir das anhören. Der Vormann ist aber auch ein Quälgeist. Er will uns entweder zerschinden oder zwingen zu gehen. Macht ihr euch das Leben schwer? Er treibt euch ständig an, oder? Wenn das bloß alles wäre. Nie ist er mit unserer Arbeit zufrieden und immer findet er einen Grund, uns anzubrüllen. Ich verstehe. Kannst es dir sicher vorstellen. Wir tun zu wenig und brauchen zu lang und unsere Kost ist mehr wert als die Arbeit, die wir verrichten. Macht keinen Spaß, diese Scheiße von früh bis spät zu hören. Und den Müller stört das Gemecker nicht. Und den Müller stört das Gemecker nicht? Merkt er denn nicht, dass der Vormann einfach nur ein Miesepeter ist? Nein. Er traut diesem großmäuligen Bastard mehr als uns. Und deswegen hält er uns für Schmarotzer. Verstehe. Das Dumme ist nur, dass wir hier wirklich gebraucht werden.
Die Mühle ist stark heruntergekommen. Aber mit dem Kerl in der Nähe kann man nicht vernünftig arbeiten. Ihr provoziert ihn doch nicht dazu, oder? Bist du dir ganz sicher, dass ihr ihn nicht dazu provoziert? Ich hab's dir schon mal gesagt. Er ist ein Arsch. Ich bezweifle, dass wir etwas dagegen tun können. Wenn er uns anschreien will, tut er das auch. Habt ihr versucht, mit ihm zu reden? Was glaubst du denn? Gerade das bringt ihn in Rage. Er sagt dann, wir wären nichts anderes als Banditen. Das wiederum bringt Fritz in Rage, der dann anfängt zu brüllen und... Und was wollt ihr dagegen unternehmen? Abhauen? Eigentlich würde ich gern noch ein Weilchen bleiben. Hätte nie gedacht, dass mir die Arbeit in einer Mühle gefallen könnte. Aber nicht, solange er hier ist. Und ich kann mich bei niemandem beschweren. Du schon. Ich? Du glaubst, sie würden auf mich hören? Haben sie doch schon einmal, oder nicht? Wegen dir haben sie uns eingestellt. Du könntest versuchen, mit ihnen zu reden. Aber da reichten Versprechungen. Das hier ist schwieriger. Vergiss übrigens den Müller. Thomas musst du überzeugen. Der Müller schätzt seine Meinung sehr. Also wirst du uns noch einmal einen Gefallen tun? Na schön, ich kann's probieren. Ich rede mit ihm. Danke. Aber mach ihn nicht sauer, sonst redest du gegen eine Wand und erreichst nichts. Ich merke es mir. Das ist ja jetzt echt nett. Sei mit dir. Okay, wo ist denn der Typ? Okay. Wenn wir ihn finden sollen, klär das Problem mit Theresen, Fritz und Thomas haben. Okay, der ist da drüben. Machen wir das noch schnell, das schaffen wir in der Folge noch. Und dann kommen wir zu dem größeren Problem. Alias eine Schlacht. So, hier müsste Thomas sein. Thomas, wer ist Thomas? Muss hier irgendwie sitzen. Alter Thomas! Beste Grüße. Was hältst du von den Arbeitern, die ich dir geschickt habe? Wenn ich nicht ein gutes Wort für sie bei Müller eingelegt hätte, hätte er sie längst rausgeschmissen. Ich habe etwas anderes gehört. Sie beschweren sich also, wie? Ich gebe ihnen zu fressen und sie liegen auf der faulen Haut. Ist es nicht der Müller, der ihnen zu essen gibt? Der schafft das doch alles nicht mehr. Wenn ich nicht wäre, wird die Mühle nicht mal mehr stehen. Okay. Aber du brauchst nun einmal Hilfe. Und sie sind geschickt. Mag sein, aber die reißen sich kein Bein aus. Ein Bier führen sich auf, als wären sie zu gut für die Mühle. Und sie machen Julia schöne Augen. Ach, das ist auch kein Wunder. Sie ist hübsch und im heiratsfähigen Alter. Heiraten ist nicht das, was sie im Sinn haben. Die wollen sich mit ihr vergnügen. Und bevor ihr Bauch anwächst, sind sie schon über alle Berge. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du brauchst eine funktionierende Mühle und sie brauchen Geld. Wenn sie in Ruhe arbeiten können, sind sie schneller fertig. Aber was? Die Mine wird irgendwann wieder in Betrieb genommen. Und je schneller sie ihr Geld bekommen, desto schneller verschwinden sie von hier. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit machen und dann gehen? Und in der Zwischenzeit Julia in Ruhe lassen? Hier. Okay. Sicher. Sie haben kein Interesse an der Mühle. Brauchen nur das Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sobald sie es haben, gibt es keinen Grund für sie zu bleiben. Hätte nie gedacht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Du kannst dich also darauf verlassen. Das ist für alle die beste Lösung. Na schön. Wenn sie ihren Teil der Abmachung erfüllen, gebe ich ihnen sogar ein paar Groschen obendrauf. Aber wehe, wenn nicht. Sag ihnen das. Alles Gute. Okay, wir haben einen Weg. Sie müssen ja nicht alles befolgen, was sie ausgemacht haben. Beispiel Julia können sie heimlich treffen. Beziehungsweise kannst du da mitnehmen, wenn die Minen wieder im Betrieb wären. Vielleicht könntest du auch dann zu uns kommen. Wir kennen ja jetzt mittlerweile schon... Wir kennen jetzt mittlerweile schon die Gegebenheit, dass wir zum Beispiel in dem nächsten DLC ein eigenes Dorf aufbauen können. Was bedeuten würde, dass da zum Beispiel zwei hinkommen könnten und alles. Das war nicht leicht, aber ich konnte ihn umstimmen. Bin ich erleichtert. Wird er uns jetzt in Ruhe lassen? Wird er, aber unter einer Bedingung. Sobald eure Arbeit getan ist, müsst ihr verschwinden. Dafür bekommt ihr ein oder zwei Groschen extra. Das ist alles? Ich dachte... Vergiss es. Ach, und ihr müsst aufhören, der Müllers Tochter den Hof zu machen. Wenn ihr weiterhin mit ihr tändelt, wird Thomas euch die Hölle heiß machen. Dieser verlauste Dreckskerl, der kann mich am Arsch lecken. Ich hoffe nur, es lohnt sich finanziell für uns. Aber ich sollte dir wohl danken. Womöglich hast du uns etwas Frieden verschafft und das ist besser als nichts. Hier hast du was für deine Hilfe. Ich möchte nochmal wegen... Okay. Auf bald. War's das jetzt, oder? Gott sei Dank.
Ich hätte es nicht geschafft, noch mehr zu machen. Okay. Kalter Stahl und hitzige Gemüter. Ein Bote ritt in Tallenberg ein und berichtete, dass Istvans Verstärkung auf dem Weg ist. Eine Schlacht scheint unvermeidlich. Ich würde sagen, diese Schlacht sehen wir dann in der nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Bis dahin sehen wir uns dann später, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da und tschüss.